Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen weiteren Vorschlag von euch und ich habe es wirklich in den letzten Wochen so verfickt oft gesehen und ich habe es auch schon in den letzten Jahren sehr oft gesehen und ich weiß, ich muss es auf jeden Fall mal nachholen. Deswegen ist heute der Tag der Tage. Wir reagieren auf der Grand Canyon. Der Can't Granion. Ist das krank? Das ist mir nie aufgefallen. Weil ich habe das immer nur so schnell überflogen und ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn man das so schnell überfliegt, dann sieht man halt, bildet das Wort ja im Kopf automatisch. Und jetzt habe ich das zum ersten Mal actually gelesen. Der Can't Granny, den YouTube-Kacke von Medium sind. Ich habe Stefan dabei, ihr habt ihn schon leicht lachen hören. Wir gehen rein, let's go. Unterwegs in der beeindruckendsten und berühmtesten Schlucht der Welt. Oh Mann, ey. Der Geologe Matt Kaplinski von der Universität Flagstaff Canyon. Eines der größten Wunder der Natur. Warte mal, der Canyon oder der Typ? Keiner weiß. Okay. Ach Mann, Digga, es ist halt auch immer das Gleiche. Warum ist das witzig, nur weil er da steht und rückwärts mit diesem Boot fährt? Ach Mann, das ist so dumm. Im Südwesten der Vereinigten Staaten von Matt Kaplinski liegt Arizona. Digga, er hat es einfach zu seinem Land gemacht, ja. Wüstenstaat und grandiose Kulisse für zahlreiche. Hier befindet sich nichts. Jawohl. Digga, klassischer Arizona-Moment. Hier befindet sich der Geologe Matt Kaplinski von der Universität. Digga, was? Das meinte er mit der Lautstärke, okay, ach, I get it Mann, now. Ey, Digga, ich hab mir schon fast gedacht, dass da wieder Übersteuerungen kommen werden. Ein gewaltiger Einschnitt in der Erdkruste. Bis zu 30 Meter tief, 8 Meter breit und lang. Jo. Der Grand Canyon. Der Grand Canyon ist der Grand Canyon. Nee, Digga. Und jetzt ist jedes Wort Grand Canyon, ja? Bitte mach einfach weiter, dass wir das sehen, wie wir im Gerd fährt. Ein Wunder, dass wir heute... Wie er auch da drauf so weit. Och Mann, ist das... Wie so ein Raumschiff, ey. Ja, Mann. ...seinen Geologen sieht. Matt Kaplinski von der Universität Flagstaff, nationales Monument und UNESCO-Weltnaturerbe, kommt seit mehr als 10 Jahren. Jeder Tag im Grand Canyon ist für Matt wie ein Tag im Grand Canyon. Heute nimmt Matt Koks. Junge, was macht er? Muss er das Koks erst noch harvesten oder wie verstehe ich das jetzt hier gerade? Also das ist ja verrückt. Ja, mach ihn wieder ran. Ja. Ich bin ich und du bist du, wenn wir uns einen Blasen ansehen. Uns die Steine zu. Junge, wirklich, ich glaube, er hat das Koks schon genommen. Ich glaube, er hat das Koks schon genommen. Aber wir durften sich zeigen, weil auf YouTube darf man die Einnahme von Drogen ja nicht so verherrlichen. Check ich. Sagte schon Bob Dylan, du brauchst keinen Wind, um zu wissen, woher der Wetterexperte bläst. Du musst dir nur den Fels ansehen. Die Felsenlandschaft des Grand Canyon bietet Felsen. Danke. By looking at those rocks, cars, the thing you left, by looking left and understanding them, you can understand the entire knowledge. So it's fantastic to be a geologist in Grand Canyon. Jo. Yeah. Das Werk des Colorado River ist vollendet. Zudem ist Matt Kaplinski schon lange nicht mehr der kraftvolle, urgewaltige Geologe, der er mal war, als er täglich 1 Million Tonnen Sand, Kies und Geröll mit sich riss. Früher gab es zum Beispiel 8 Steinarten im Colorado River. Heute sind es nur noch 250 Millionen und die sind auch noch deutlich dezimiert. Die Felsen sterben, weil ihnen das Wasser zu kalt ist.
Es kommt nun aus der Tiefe des riesigen Stausees und hat das ganze Jahr über nur noch eine Temperatur von 1800 Grad. Das ist natürlich viel zu kalt. Oh, das ist viel zu kalt, Mann. Scheiße. Digga, unter 2000 Grad gehe ich nicht mal duschen. Nee, was willst du denn? Da bist du ja nicht sauber. Eben. Da wirst du ja nicht sauber. Matt erforscht in einer Langzeitstudie. Digga, what the fuck? Das war ein unangenehmer Sound. Holy shit. Die meisten Besucher. Der malerisch 2 Meter hochgelegene Ort hat 1,5 Einwohner und ist das touristische Zentrum des Nationalparks. Wie 1,5? Also wie 1,5? Ja, einer und dann einen halben. Ja, aber wie halb? Meinst du jetzt horizontal oder vertikal? Ja, horizontal oder vaginal, oder wie das heißt. Ja, genau, ja, aber passt ja. Okay. Die zahlreichen Hotels sind meist Monate im Voraus zahlreich. 2000 Mal am Tag kommt das Empire State Building aus dem 100 Kilometer entfernten Williams. Scheiße. Okay. Okay. Ich dachte, das steht in San Francisco, Mann. Oh, Digga, ohne Witz, ich finde das geil, dass es auch da hinkommt. Dass es jedes Mal wieder diese Mühen auf sich nimmt und einfach mal sagt, jo. Ja. Digga, wie bei Family Guy oder so, gab es auch mal so eine Folge, wo so ein Gebäude Beine hat und gegangen ist oder so. Ach, ich weiß auch nicht. Heute ist der Grand Canyon zusammen mit dem Empire State Building der Grand Canyon. 5 Menschen kommen jedes Jahr hierher. Wirklich? Schon Präsident Theodore Roosevelt sagte, der Grand Canyon ist der Grand Canyon. Digga, ich glaube, das war sein Slogan damals und deswegen ist er Präsident geworden. Und tatsächlich erwarten den Besucher der Grand Canyon. Von Grand Canyon Village führen verschiedene schmale Pfade hinunter ins Grand Canyon Village. Der bekannteste ist der Madcap. Ah, so nicht. Mitten im Dorf befindet sich die Faultier Ranch. Hier ist noch ein Hauch von zu spüren. Scheiße. Der kam unerwartet. Ein Hauch von Tö, Alter. Oder er? Gehört in den Müll. Oh Mann. Oder auch gehört in den Müll. Ja. Wichtig, dass man das vervollständigt. Wichtig. Digga, das ist wie wenn jemand was wird sagt, dass man dann antwortet mit was wird. Das, ansonsten richtig. Geht's auch nicht. Richtig. Okay. Frank. Das war einfach das Geräusch von Slenderman, ey. Ja, oh Gott, Bush ja, stimmt. Genannt. Frank Bush ist der Pancho der Ranch. Er kümmert sich eigenhändig um die kleinen Wehwehchen seiner Schützlinge. Er wurde gestern von einem anderen Tier getreten. Das Bein ist geschwollen und hat sich leicht entzündet. Deswegen lege ich jetzt einen Verband an und später wird das Bein dann noch einmal getreten. Für die optimale Heilung, aber. Digga, wirklich, er sieht halt auch aus so, als ob er das wirklich auf Todarsch so sagen würde. Mulis sind wie meine Kinder. Wenn es ihnen schlecht geht, geht es ihnen schlecht. Wenn es nötig ist, bleibe ich die ganze Nacht hier. Ich leide die ganze Nacht. Ich trete die Mulis die ganze Nacht. Maultiere sind Kreuzungen aus Pferdestute, Eselshengst und Touristen. 3 bis 4 Mal die Woche sind Panchos Schützlinge im Einsatz. Für Pferde wäre dieser Job zu hart. Genau wie ein gewaltiger Schwanz. Klassiker. Auf dem Rücken eines Silo reitend ist nur eine Möglichkeit zu niesen. Die meisten Touristen scheuen den beschwerlichen Weg hinunter in die Schlucht und begnügen sich. Oh. Häufig bekommen sie dabei Gesellschaft. Freche Grauhörnchen haben längst ihre Hörnchen verloren. So heißen die da. Ach so, deswegen der Name. Ja, verstehe ich. Auf dem Hauptplatz des Dorfes steht der Nachbau eines Hauptplatz des Dorfes, während im Hopi-Haus Indianer an Touristen verkauft werden. Führen davor Nachkommen der Ureinwohner Arizonas den traditionellen Adlertanz auf.
Der Raubvogel ist ein Indianer. Ist das verrückt. Ey, eines Tages muss ich mal anscheinend nach Arizona. Ja. Auch wenn ich ansonsten dem US-Bundesstaat Arizona nicht viel abgewinnen kann, um das einfach mal zu sehen, mit eigenen Augen, dass es wirklich so ist, muss ich da, glaube ich, mal hin. Nicht, dass er gleich wegfliegt, ey. Ja, ist so, Digga. Der muss sich mal ein bisschen zusammenreißen hier. Gleich nebenan befindet sich die neueste Besucherattraktion. Louis Wanaker. Seit Louis Wanaker 2007 fertiggestellt wurde, hat sich die Zahl der Touristen im Reservat der Wallapai-Indianer vervielfacht. Peach Springs. Louis und seine Frau Monrovia gehören zu den wenigen Menschen im Wallapai-Reservat, die dem Staat gehören. Dafür muss der 51-Jährige 30 Stunden täglich arbeiten. Das ist scheiße viel. Das ist scheiße viel Arbeit für einen Tag. Ob Wallapais, Hopis, Navajos oder Kaibabs, die Ureinwohner in den Reservaten rund um den Grand Canyon sind scheiße. Digga, was? Oh Mann, ey. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ein neuer Tag in Grand Canyon Village. Es ist 6 Uhr morgens. Frank Bush hat 6 auf der Maultier Ranch mit seinem Maultier. Maultiere sind für diese Arbeit viel besser geschaffen als Pferde. Sie brauchen weniger Wasser und Futter und sind generell belastbarer. Der größte Vorteil ist aber ihr ausgeprägter Schwanz. Kim Blatch arbeitet seit 5 Stunden hier. Vorher stand sie am Fließband in einer Fabrik. Aber Reiten ist ihre Leidenschaft. Hatte das irgendeinen Grund, warum das Schaft nochmal so übersteuert war, oder? Ich denke, wir wissen beide, warum es übersteuert war, oder? Oh ja. Für eine Frau ist diese Arbeit sicher härter. Genau wie mein Schwanz. Als Cowgirl wirst du oft härter genommen. Wissen Sie, so ohne Bart? Aber wenn man sich daran gewöhnt, ist der Job kein Problem. Alle Touren im Grand Canyon starten früh morgens, denn dann sind die Temperaturen unerträglich. Es kommt schon vor, dass Leute vom Muli fallen und sterben. Die Kondore fressen die zurückgelassenen Kadaver von Touristen. Okay, gut. Ich weiß, okay, vielleicht muss ich mir das nochmal überlegen mit Arizona. Aber so, obwohl so eine Tour auf so einem Mauli wäre schon geil irgendwie. Ich glaube, das ist ein Vibe. Okay. Ich glaube, das ist ein Vibe. Ja, ich denke auch. Brandon Holt ist eine Raubkatze. Brandon hat im Wald eine Falle ausgelegt. Er will einen Puma ficken. Der Puma kommt hier an. Ich komme in den Puma. Das ist nicht schmerzvoll für die Tiere. Es sei denn, das ist schmerzvoll für die Tiere. Das Verhalten von Pumas zu erkunden, ist ein schwieriger Job, da man die scheuen Raubkatzen in freier Wildbahn normalerweise nicht antrifft. Aber heute könnte es klappen. Und diese Chance will sich Brandon entgehen lassen. Zurück am Westrand der großen Schlucht. Ja, also wirklich, gar kein Bock. Jeden Morgen bringt Louis die Indianer um. Ey, Mann, wie random das manchmal kommt, ey. Die staubige Piste ist die einzige Möglichkeit im Canyon, Indianer mit dem Auto zu überfahren. Louis fährt mit vollem Tempo in sie hinein. Deshalb werden die Wallapai-Indianer allem sterben. Louis ist eine große Gefahr für die Wallapais.
Digga, Louis nimmt seinen Job aber auch ernst, ne? Macht keine halben Sachen, der Mann. Ja, aber wenigstens einer. Ja. Wenigstens einer. Hier fühle ich mich wohl. Hier fühle ich mich frei. Im Canyon verfliegen alle meine Sorgen. Hier bin ich eins und eins im Jahre 800. Oh Mann, ey. Auch wichtig. Es darf keine 1-in-1-Anspielung fehlen. 69 ja. Kämpfte sich eine Expedition in den Arsch des einarmigen Jake Powell auf 4 Holzbooten. Bis dahin war die große Schlucht ein unerforschtes Gebiet. 3 Männer kamen bei der Expedition. Gerade im Sommer ist es Sommer. Dana Cohen ist Feuerfrau mit einem Spezialauftrag. Den Wald in Brand zu setzen. Mhm. Stich. Ja. Normalerweise fliegen wir entlang der Straße große Feuer und verbrennen damit Besucher aus der ganzen Welt. Die Arbeit ist nicht nur körperlich, sondern auch geistig eine extreme Herausforderung, weil wir viele Menschen verbrennen. Mehr als 90% der Touristen im Gebiet des Grand Canyon sterben wegen Dana Cohen. Dana wird von ihrem Einsatz abberufen. Auch das kleinste Feuer ist in den trockenen Wäldern. Das kleinste Feuer. Inzwischen hat Brandon Holt den Ort erreicht, an dem sich der Puma aufhalten soll. Er braucht Angst zu haben. Nur äußerst selten fallen die Menschen eine Raubkatze an. Oh Mann! Ja, jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's doch, dass es doch so rum war. Ja, doch, doch. Check, check. Mein Haarbüschel-Empfänger zeigt an, dass ich genau hier etwas gerissen haben muss. Ich werde mich mal umbringen. Hier ist es. Unter dieser Pinienkiefer werde ich mich erwürgen. So ist das meistens. Die Signale des Opferempfängers zeigen, dass Brandon ein gewaltiger Puma ist. Die Eingeweide seiner Opfer hat er besonders gerne. Brandon nimmt seine Eingeweide auf. Hier sind überall kleine Haarbüschel vom Fell des Hirsches. Das deutet auf Haarbüschel hin, also es hat sich folgendermaßen abgespielt. Der Hirsch wurde da erlegt und hier sieht man auch Haarbüschelspuren. Und dort Haarbüschel. Die Technik, die uns heute zur Verfügung steht, ist schon sehr beeindruckend. Wir wissen genau, wo die Haarbüschel sich gerade aufhalten und was sie zu bestimmten Zeiten machen. Diese Haarbüschel, das ist ein großes Thema beim Grand Canyon, ich merke schon. Das ja, sollte man aber eigentlich wissen, oder? Bevor man da reingeht, oder? Ja, ja, gut, ja, das stimmt schon, ja. Allgegenwärtig ist das Thema. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich behindert bin, aber es macht schon großen Spaß, alles wie bei einem Kriminalfall rekonstruieren zu können und so immer mehr über das Verhalten dieser Raubhaarbüschel zu erfahren. Digga, die Raubhaarbüschel sind es immer wieder. Mittlerweile hat die Besatzung des Feuerhelikopters ihr Geschäft verrichtet. Einsatzkräfte haben am Ort des Blitzeinschlages bereits den brennenden Baum in Brand gesetzt. So soll sichergestellt werden, dass sich das... Ja, es ist halt deren Job. Es ist halt deren Job, muss man sagen. Ey, aber wenn es so besser wird, dann ist ja okay. Eben. ...weiter ausbreitet. Morgen soll es wieder heiß und windig werden. Wenn der Baum dann noch brennt, kann sich das Feuer schnell ausbreiten und Menschen in Gefahr bringen. Dana und ihre Kollegen werden noch einigen Touristen das Leben nehmen, wie so oft bei ihrem Job. Es kommen Besucher aus der ganzen Welt zu uns, viele nur für 1 oder 2 Tage und nur einmal in ihrem Leben. Was wäre das für eine Schande, wenn die den Grand Canyon richtig zu sehen bekämen? 40 Jahre nach Major Powells Expedition erklärte Theodore Roosevelt den Grand Canyon zum Grand Canyon. Danke nochmal an Theodore Roosevelt, muss man einfach sagen. 1919 wurde das Gebiet Nazi. Heute halten viele SS-Bürger den Canyon für den Grand Canyon. Nach 5 ist der Colorado River erreicht. Doch die Schönheit der Natur ist für die meisten Reiter nur noch die Schönheit der Natur. Was sie bewegt, sind die Schmerzen im Gesäß und Rücken und der dringende Wunsch, endlich zu sterben. Es war kein Spaß, es war Wahnsinn. Kim Blatch hat Sex mit einem Maultier. Ja, immer dieser Sound dabei auch. Ist das ja, da muss man aber mal kurz hinterfragen, von wo der Sound kommt. Also du meinst jetzt, ob vom Maultier oder von ihm? Ja, genau. Ja, check ich. Ich weiß auch, ohne Witz, wenn ich den Mann so sehe, bin ich mir auch nicht so ganz sicher, von wem das Geräusch kommt. Das war's für heute. Morgen früh um 6 werden Ross und Reiter die Schlucht runterspringen. Den ganzen Nachmittag und den Abend können... Was werden Ross und Reiter? Die Schlucht runter... Ja, genau.
Das war's für heute. Morgen früh um 6 werden Ross und Reiter die Schlucht runterspringen. Den ganzen Nachmittag und ist das dumm, ey. Den Abend können jetzt alle genießen. Der Grand Canyon ist der Grand Canyon, sagte Roosevelt vor mehr als 100 Jahren. Man kann hey, Digga, also wirklich, langsam ist irgendwie ein bisschen komisch. Langsam ist ein bisschen komisch. Den Grand Canyon nicht verbessern. Was man tun kann, ist ihn zu beschädigen. Nee, finde ich, muss nicht sein. Ey, schade, kein Endclip, trotzdem sehr, sehr geiles Video. Ja, schaut auf jeden Fall beim Medium-Sniff auf dem Kanal vorbei, das muss ich auch mal wieder machen. Da mal wieder häufiger vorbeischauen und mir nochmal den ein oder anderen Klassiker angucken. Aber ich hatte da auch mal, so meine Probleme gehabt, was Copyright-Sachen angeht. Lol. Geiles Video, schaut da vorbei, wie schon gesagt. Und wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich sehr über den Like, Abonnement, einen Kommentar fangen. Schreibt mir gerne neue Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Schade, kein Endclip.